願いします。主義術基本、主義 ist die alte Lesung für Hanbo, für halben Stock. Der Stock ist normalerweise die Hälfte von unserem Jo und der Jo ist die Hälfte von Bo. Shugi hat eine konische Form bei uns, weil das normalerweise das, die Scheide vom Dolch oder sogar die Scheide vom Schwert war. Shugis werden in der Takedario ausschließlich in Kombination mit einer anderen Waffe verwendet und nicht, wie so manche meinen, als moderne Selbstverteidigung, denn wer geht schon mit zwei Stöcken jeden Tag auf der Straße spazieren? Shugi Gihon ist hauptsächlich Koordinationsübung, die Strategie, wie man mit kurzen Stöcken gegen einen Schwertstock kämpft und nicht mit Stöcken gegen bloße Hände. Da habe ich ja auf jeden Fall einen Vorteil. Also mit Jugis kämpft man gegen Stock, Schwert. Wie man das macht, ist höherer Level, ist Meisterlevel. Aber man kann jetzt schon anfangen, die Koordinationsübungen machen. Hi. Wir beginnen wie im Kenpo mit Kiba no Kamae. Migi Muga no Kamae. Wenn der Stock versteckt ist hinter den Armen, ist das In no Kamae oder Yin Kamae. Und wenn der Stock außen ist, ist es Yo oder Yang Kamae. Also Yin und Yang. Das ist insofern wichtig, als dass bei dieser Disziplin das erste Mal offiziell von Yin und Yang geredet ist. Das heißt, die Philosophie des Yin und Yang ist ganz tief in dieser Disziplin verwurzelt. Deswegen ist es die perfekte Ergänzung für Stock und Schwert. Also, Shugijutsu ist eine Ergänzung und nicht eine eigene Disziplin. Deswegen gibt es im Shuginojutsu, im Takedario Nakamura Ha, nur drei Dans. Sandan ist das Maximale. Genauso wie im Shurikenjutsu gibt es auch ein Sandan. Also jeder, der erklärt, er hat im Takedario den sechsten Dan in Shugi. Es gibt keinen sechsten Dan in Shugi, in der Takedario Nakamura Ha. Gut. Wir fangen an. Einfache Übung. Inno Yono. Inno Yono. Inno Yono. Inno Yono. Inno Yono. Idari. Inno Yono. Inno. Gerade zurück mit der Hüfte. Yono. Inno Yono. Inno Yono. Inno Yono. Komm mal. Hi. Zugewa. Combination. Inno. Beide sind jetzt Yono Kamae, beide wechseln zu Inno Kamae. Yono, Inno. Yono, Inno. Yono, Inno. Yono, Inno. Hidari. Yono, Inno. Yono, Inno. Yono, Inno. Yono, Inno Kamae. Combination Inno Yono Kamae. Maite, vordere Hand. Yono Kamae, ushiro te Inno Kamae und Kotai. Immer wechseln. Wichtig, zwischendurch kurz einen Stopp machen, um zu checken, ob das auch passt. Wichtig ist, es bewegen sich nur die Arme und nicht der ganze Körper. Okay? Gut. Hidari. Yono. Inno. Kotai. 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 Warum macht man das? Was ist auf der Seite ersichtlich? Die hintere Hand, wenn ich Inno Kamae, versteckt meine Waffe. Wenn ich die Waffe nach hinten gebe, kann ich die Waffe hinten halten, ohne dass er sie sieht. Deswegen halten wir im Cho unser Stock auch so an die Hüfte, damit es der Gegner nicht sieht. Das heißt, diese Wechsel soll eine Ablenkung darstellen. Der Gegner sieht von vorne die Hand und in dem Moment, wo ich sie wegstecke, attackiert er mich. Jetzt habe ich mit dem, den er nicht sieht, von hinten freie Bahn. Okay, das ist die Idee. So weit, so gut. Dann, Soktai Dosais. Wir fangen an mit beide Shugis Yono Kamae. Okuriash, Ikiash. Okuriash, Ikiash. Okuriash, Ikiash. Hidari no Kamae. Okuriash, Ikiash. Okuriash, Ikiash. Utsuriash, Seto. Utsuriash, Ikiash. Utsuriash, Hidari. Utsuriash, Utsuriash. Utsuriash. Okay. Combination Yono Inno Okuriashi Hikiashi Okuriashi Hikiashi Kotai Okuriashi Hikiashi Okuriashi Hikiashi.
次は右手の構え、両の胃の構え、移り足。移り足。移り足。移り足。はい。もう一個出します。移り足。移り足。移り足。移り足。はい。次は爪の足です。爪足。Nimmt auf das Prinzip Rücksicht, dass der erste Schritt vom Zunge, der Körper, sich nicht nach vorne bewegt. Das wandeln wir jetzt ab mit dem ersten Schritt vom Zunge. Mit dem ersten Schritt vom Zunge, mit der Hüfte, schiebe ich meine Stöcke hin. Und wieder hin. Ich schiebe die Stöcke hin. Okay? Das ist Qi Hong. Das ist kein Geheimnis. Zume Asch. Zume Asch. Zume Asch. Hi. Auf das nehmen wir Rücksicht beim Ayumi Asch. Die Hand kommt nach vorne. Ayumi Asch. Hi. Und die zweite Hand macht hin. Ayumi Asch. Dann, die Hand geht zurück mit dem Einschieben. Nach hinten. Hi. Hi. Ayumi Asch. Dadurch, dass ich meine Hüfte nach vorne gebe, schiebe ich den Stock hinein. Hi. Irimino-Tai ist als erstes einfach zu üben. Wieder mit der Hüfte schieben. Nicht vergessen. Und jetzt mit Irimino-Tai kommen die ersten Kombinationen, die Sinn machen. Die linke Hand ist, die rechte Hand ist Yono. Die hintere Hand ist, die linke Hand ist Inno-Kamai. Mit dem Irimitai, es kommt ein Angriff, kommt der Wechsel von beiden. Das kann sein ein Block, die Hand ist schon wieder frei und man kann schon wieder schlagen. Jetzt haben wir es von vorne an. Die vordere Hand ist die Waffe, die den Gegner verwirrt. Mit dem Raussteigen, er will die Waffe angreifen, ich weiche aus, Block und hat den Schlag. Das ist die Idee, deswegen ist Irimitai sinnvoller zum Üben. Vorne Yono, hinten Ino, Wechsel. Wieder zurück und umgekehrt. Und wieder zurück. Eins. Wieder Kotashimasu. Hinter auf uns kommt. Wieder zurück. Kota. Hinterher ist frei. Wieder zurück. Ichi. Hi. Bei Chidoriashi nehmen wir wieder einen Teil an unserer Hüfte. Chidoriashi. Und wieder zurück. Noch einmal. Ich übertreibe die Bewegung, damit sie wieder zieht. Ne? Mit der Hüfte schiebe ich die Stöcke. Tenkantai. Die vordere ist meistens im Tenkantai. Inno, während die hintere Yono wird. Deswegen gleich Kotai. Damit habe ich einen Schlag vorne. Ne? Andere Seite. Die hintere bleibt, Yono, die geht auch, die hintere bleibt Inno, die geht auch Inno kamai. Und wieder. Zurück. Also Momochido, Ichi. Tenkantai. Ni. Und wieder Hidari Inno kamai. Hinterer Fuß vom Garten. Ich gehe mit meiner Hüfte rein und habe meinen Cut. Dann vordere Seite. Die wechselt rein, hinter wechselt raus. Damit habe ich da meinen Block und die andere ist. Okay? Prinzipiell einmal hat jeder die Möglichkeit, seine eigenen Kombinationen auszuüben. Hauptsache, Sie können ohne hinschauen, entweder gleichzeitig oder wechselnd die Stöcke wechseln, egal welche Schritte, egal wo Sie hingehen, egal was Sie machen. Okay? Darauf, auf diesem Shugi no Sosa, so heißt diese Bewegung, baut alles andere auf. Okay? Das ist Qi Hong. Das muss man zuerst üben, um etwaige Blocks mit Schlägen wechseln, cut, cut, und wieder zurück zu üben. Haben wir es gesehen? Ich stecke da. Ich biete meinen Körper an. Der erste Hand blockt. Sei das jetzt ein Stock. Die zweite Hand wechselt. Jetzt ist die Hand frei. Die schlägt währenddessen, die Hand schlägt die Hand, wechselt dazu, die wechselt wieder zurück. Okay. Das sind so die Übungen.
die man macht. Nochmal von der anderen Seite. Die Hand blockt. Die andere geht in die Yonokama, damit sie zuschlagen kann. Die andere wechselt während zuschlagen. Die wechselt wieder zurück und wir gehen wieder hinaus. Iyato! Das sind so später die Übungen, die wir brauchen. Arigato mashita. Nach dem Cho, Shugi, noch eine kleine Übung für den Cho. Wir kennen die Shiburinagis. Wir kennen das, wenn jemand zupackt, wir da die Hand einzwicken und dann heben und ihn wegschmeißen. Diese Übung des Fangen vom Stock mit geschlossenen Augen. Das ist auch etwas, das Sie ohne weiteres jetzt schon anfangen können zu üben. Hey, viel Spaß! Und wir sehen uns in 3 Wochen. Hey!